Für die Wall Street stand heute im Vordergrund die Inflation, also die Daten PCE, Verbraucherpreise aus dem Dezember. In Deutschland steht im Vordergrund, dass wir jetzt gewissermaßen bestätigterweise der kranke Mann Europas sind. Was damit gemeint ist, dazu gleich mehr. Schauen wir uns die Dinge der Reihe nach mal an. Zunächst zur Inflation in den USA. PCE, also Personal Consumption Expenditure, eine für die Fed sehr wichtige Inflationsgröße. Allerdings aus dem Dezember noch, wir sind ja jetzt schon Ende Januar. Und wir sehen, das ist praktisch so ausgefallen wie erwartet, bis auf Kernrate zum Vorjahr. Da nur 2,9 statt 3,0%. Und die Wall Street sagt sich, Mensch, ist doch super. Inflation ist besiegt, alles gut. Mohamed El-Erian warnt davor und sagt, da bin ich mir nicht so sicher. Und da würde ich mich ihm anschließen, zumal eine zentrale Kategorie für die US-Notenbank eben diese Kerninflation ohne Energie und Housing, also alles, was mit Immobilien, mit Miete etc. zu tun hat. Hier sehen wir einen Anstieg zum Vormonat um 0,3%. Das ist der größte Anstieg seit September. Also wir sehen, da ist ein gewisser Druck da, nach wie vor da. Und einen gewissen Druck haben auch scheinbar die Amerikaner, vor allem was ihr Ausgabeverhalten betrifft. Das Personal Spending ist um 0,7% gestiegen, während die Einkommen nur um 0,3% gestiegen sind. Das heißt, die Sparvolumina sinken. Jetzt eben diese Sparvolumina so tief wie seit 2022 nicht mehr. Und auffallend auch, das sind in den USA vor allem die Löhne der Regierungsmitarbeiter steigen, also der Staatsangestellten steigen, viel stärker als diejenigen in der Privatwirtschaft. Auch das ein Zeichen, wie die Kosten, wie die Dinge aus dem Ruder laufen, so ein bisschen bei der Biden-Regierung, was ihr Ausgabeverhalten betrifft. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Inflationsdaten zurückkommen, dann sehen wir, zunächst mal die Reaktion war so ein bisschen uneinheitlich an den Märkten rauf, runter. Die Renditen jedenfalls heute einen Ticken höher, haben also darauf reagiert, dass die Inflation jetzt in manchen Bereichen nicht so wirklich runterkommt. In anderen scheint sich da ein besserer Trend zu entwickeln. Also die Renditen jedenfalls würden ja normalerweise fallen, wenn jetzt die Inflationsdaten als niedrig eingeschätzt würden. Ist heute nicht der Fall, vor allem die Zweijährige ist zunächst mal nach den Daten gestiegen. Und im Vordergrund heute an der Wall Street auch der Tech-Sektor. Nachdem Intel heute sein Tesla-Massaker erlebt hat, etwa 10-12%, je nachdem, wann man guckt, ist Intel in den Miesen. Ansonsten sehen wir ein relativ gemischtes, freundliches Bild erstmal vor der Monsterwoche, die wir jetzt vor uns haben, mit den Zahlen von fünf Unternehmen aus den Magnificent Seven, also alle bis auf Tesla, die wahrscheinlich eh nicht mehr dazugehören, und Nvidia wird nächste Woche im Big Tech-Bereich berichten. Und dann haben wir natürlich am Mittwoch noch die Fed-Sitzung, also da wird einiges kommen. Nochmal zurück zu den Halbleitern, wir sehen eigentlich enttäuschende Zahlen, Texas Instruments, Intel jetzt, KLA, das sind alles Konzerne, Chip-Konzerne, die offenkundig hier nicht das liefern, was sich die Märkte erhofft haben. Und die einzigen, die liefern, das ist TSMC und ASML, also diese europäische Firma und die taiwanesische Firma, die jedoch profitieren wahrscheinlich von der Panik der Chinesen, dass die Amerikaner dann komplettes Chip-Embargo erlassen und sie sozusagen jetzt nochmal schnell bestellen können. Hier der Chipsektor interessanterweise dürfte jetzt ohnehin vor einer Korrektur stehen, wie diese Grafik hier zeigt. Maßlos überkauft natürlich am oberen Trendkanal, an dem man überhaupt sein kann, auch wenn in der letzten Woche jetzt so viel Geld in den Tech-Sektor geflossen ist, wie seit August 2023 nicht mehr, und vor allem Retail-Investoren kaufen weiter Big Tech, also amerikanische private Investoren kaufen weiter Big Tech, aber Big Money geht jetzt offenkundig zunehmend short in eben diese großen Tech-Aktien. Mal sehen, ob sich das auszahlt. Nächste Woche, wie gesagt, wissen wir wahrscheinlich mehr. Ausgezahlt hätten sich Shorts bei Tesla. JP Morgan heute mit der Aussage, auch wenn die Aktie heute leicht im Plus ist, sagt hier, das dürfte weiter 30% nach unten gehen, weil eben die Profits die hohe Bewertung nicht rechtfertigen, und die Bewertung von Tesla sehen wir hier rechts. Man ist um und bei so viel wert wie die gesamte Autoindustrie der Welt.
Zusammengenommen, wobei Tesla macht ja durchaus Umsatz, aber eben nur ein Bruchteil dessen, was eben die weltweite Autoindustrie betrifft. Aber es gibt einen Tesla-Bullen hier, einen Fondsmanager, der sagt, Tesla wird 550% steigen. Okay. Für einen Autokonzern wird das nicht einfach und Tesla ist bisher eben leider nur ein Autokonzern. Kommen wir zu Geopolitics. Kommen wir zu die Houthis. Die haben jetzt ein US-Schiff beschossen, ein Kriegsschiff. Das wurde allerdings abgefangen durch die USS Carney im Golf von Aden. Jetzt ist China auch stärker involviert, um die Houthis zur Raison zu bringen. Es beginnt ja jetzt bald die Neujahrsfeierlichkeiten in China, 10. Februar. Dann ist erstmal 4 Wochen gar nichts. Dann schließen die Firmen. Die versuchen also noch, nämlich die Chinesen, ihre Waren schnell noch zu exportieren vor diesem Zeitraum. Viele Kreuzfahrten wie AIDA müssen jetzt Kreuzfahrten absagen, die irgendwie mit dem Roten Meer zu tun haben. Und wenn wir jetzt mal nach Amerika wieder kommen, dann sehen wir, dass die US-Regierung neue Genehmigungen für LNG-Exporte eingefroren hat. Nicht für bestehende Verträge, aber es werden sozusagen keine neuen erstmal genehmigt. Und das ist insofern eine problematische Nachricht für die EU, weil gut die Hälfte eben der Importe von LNG aus den USA stammen, jenes Flüssiggas also, das faktisch eine schlechtere Klimabilanz sogar noch hat als Kohle. Also, das ist auch für die deutsche Energiewende dann vielleicht ein Thema. Und ein Thema war das, was die EZB heute wieder erleben musste, nämlich dass die Märkte kein Wort glauben, was die EZB in Sachen Zinsen gesagt hat, frühestens im Sommer, so gestern Lagarde und das Statement der EZB. Aber man glaubt es nicht. Heute Auftritt von einigen EZB-Offiziellen, die gesagt haben, wir dürfen nicht denselben Fehler wie in den 70er, 80er Jahren machen und zu früh senken. Andere sagen hier, die Märkte überschießen total mit ihren Erwartungen. Mal sehen, wer da sich hier durchsetzt. Jedenfalls sehen wir, dass in der Eurozone die Geldmenge wieder steigt. Nicht viel, aber das erste Mal seit Juni 2023 haben wir wieder einen Anstieg der Geldmenge. Kommen wir nach Deutschland. Deutschland ist tatsächlich der kranke Mann Europas. Das ist jetzt buchstäblich bestätigt. Warum? Weil der Krankenstand in Deutschland extrem hoch ist und das kostet Wirtschaftsleistung, sonst wäre das BIP vielleicht sogar gestiegen, so eine Berechnung. Naja, wenn die Leute sehr krank sind und vor allem der Krankenstand sehr viel höher ist als in anderen Ländern, dann kann man schon die Frage stellen, ob da der eine oder andere vielleicht jetzt nicht die Motivation hat, um zu arbeiten, wie auch immer. Wir sehen Netzbetreiber, die jetzt zu Lindner gehen und sagen, wir brauchen jetzt leider doch noch mehr Geld für die Finanzierung erneuerbarer Energien, alleine wieder knapp 8 Milliarden Euro für das Jahr 2024. Und Unternehmen klagen zunehmend eben über diese Unplanbarkeit, die man hat mit dieser Bundesregierung. Dann wird etwas erlassen, dann wieder zurückgenommen, dann werden Subventionen genehmigt, dann sind die Töpfe plötzlich leer. Und so sagt auch der E.ON-Chef, dass die Energiewende in Deutschland besonders teuer und umständlich ist. Steigende Kosten gefährden die Akzeptanz. Und hier sehen wir mal, die Stromnetzentgelte steigen ja immer weiter. Die Regierung habe kein Konzept, wie die Stromversorgung künftig ohne Kohle und Atom zu sichern sei. Aus der Atom ist man ja raus, aus der Kohle will man raus. Dann Gas natürlich ein Riesenthema. Man hat ja diese Kraftwerkstrategie, die jetzt in sich zusammenfällt. Also Kraftwerke, die auch dann, Gaskraftwerke, die dann auch produzieren, wenn Dunkelflaute ist. Allerdings macht das keiner, weil eben zu teuer, weil diese Kraftwerke nur dann sporadisch eingesetzt würden. Jetzt aber noch hat man ein neues Haushaltsloch gefunden, 2025 mindestens 13 Milliarden, vermutlich 20 Milliarden. Das kommt noch oben drauf gegenüber den gut 1,1 Billionen, die jetzt bis zu 2045 noch aufgetrieben werden müssen. Jetzt gab es heute einen Bericht, eine Kampagne auf X gegen die Ampel durch die Russen. Der Russe ist mal wieder am Start, meine Damen und Herren. Und das perfideste, was die gemacht haben, ist dieses Plakat, wo wir Scholz sehen, Kompetenz für Deutschland. Das ist wirklich eine ganz miese russische Nummer, muss man sagen. Die EU hingegen will jetzt weiter kleinere Atomreaktoren entwickeln und fördern. Das passt nicht ganz ins Konzept von dem Olaf und seiner Kompetenz. Und ein anderes, glaube ich, sehr spannendes Thema ist derzeit, was die Financial Times aufgeworfen hat. Es gibt eine ziemliche Divergenz
in politischen Ansichten zwischen Männern und Frauen in Europa oder auch der Welt insgesamt. Wir sehen, dass die Männer konservativer werden, also eher nach rechts rücken, während die Frauen eher nach links rücken, hier mit liberal. Ich glaube auch nicht, dass das mit liberal übersetzt werden kann, sondern eher nach links. Das heißt, wir haben sozusagen eine Geschlechterspaltung, die wir hier beobachten können. Das ist in Deutschland der Fall, noch stärker in den USA, noch stärker in Südkorea, weniger stark in UK. Aber das ist auf jeden Fall interessant. Und es gibt ja jetzt eine Studie, die junge Frauen untersucht hat. Wie sieht diese Generation Z? Was ist für der wichtig, für die wichtig? Und beruflicher Erfolg nur 45%, also eher wenig, sondern Selbstwertgefühl, psychische Gesundheit ist ganz wichtig. Und ganz wichtig ist den Damen, den jungen Damen auch Geld. Das heißt, Arbeit ist ihnen weniger wichtig, aber Geld ist ihnen sehr wichtig. Und ich kann sagen, aus meinem Umfeld, die Töchter von meinen Freunden, die berichten, dass sich immer mehr ihre Altersgenossinnen vorstellen können, zu Hause zu bleiben. Also der Mann geht arbeiten, sie sind wieder bei Heim und Kind sozusagen. Also das ist auf der anderen Seite widerspricht, dass dieser linken Zuwendung, die zu beobachten ist, als Trend, als übergeordneter Trend bei jungen Frauen. Also das ist schon eine ziemlich merkwürdige Geschichte. Man will also, dass es einem gut geht, aber Arbeit ist nicht so wichtig, aber Geld ist sehr wichtig. Das ist aus meiner Sicht ein Widerspruch. Und hier sehen wir auch nochmal, wenn wir da nochmal zu dieser Motivation in Sachen Arbeit kommen, das ist eines der großen Probleme in Deutschland. Selbstständigkeit, wer will selbstständig werden? Nur 23%, 72% allerdings wollen eben angestellt werden. Das zeigt ein Mentalitätsproblem. Nachvollziehbar, weil Unternehmer hierzulande vor allem Risiken haben und eben die Angestellten gepudert werden tendenziell. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Also hier abschließen, meine Damen und Herren, bevor ich Sie jetzt ins Wochenende entlasse, nochmal der Hinweis. Deutschland ist tatsächlich bestätigterweise der kranke Mann Europas. Erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung. Welche Folgen hat das, was die US-Regierung unter Biden da gemacht hat mit dem LNG-Export? Und warum hat sie das gemacht? Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, nochmal der Hinweis auf das Webinar am Dienstag, für das Sie sich unten mit diesem Link anmelden können. Ich sage Servus, ciao.